Joho, Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Your Daily Dose Minecraft. Oh, verdammt, jetzt habe ich daneben getappt. Das wollte ich nicht. Stopp, zurück. Ja, ich, was? Hallo. So, Daily Dose Minecraft läuft weiter, fröhlich, munter, heiter. Ich wollte Bäume pflanzen in der letzten Folge. Hatten wir über Smartphones geredet? Und ob Jugendliche und vor allen Dingen Kinder solche schon so zuhauf einfach bekommen sollten, ohne teilweise zu wissen, wie sie damit so richtig umgehen können. Und das sind ja gar nicht, das sind Birken und Eichen. Die sehen komplett gleich aus. Naja, nicht komplett, aber es ist sehr verwirrend. Oh, eine Birkenallee. Ich will keine Eichen, ich will eine Birkenallee. Ich will Birkenallee. Kann aber nicht viele bauen, ich müsste Birken fällen gehen. Oh je. Na gut, kein Problem. So. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr in die Kommentare geschrieben habt zu dem Thema. Das kann ich mir natürlich erst später angucken, wenn die Folge auch gelaufen ist. Das ist sie jetzt noch nicht. Einmal 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist jetzt hier ein Abstand 1, 2, 3, 4, 5. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Das war's. Mensch, was für eine Ausbeute. Dann fälle ich doch jetzt schon mal den Streifen ab. Von den Birken, die jetzt sowieso fallen müssen, weil ich eine Autobahn baue. Das ist so klassisch, Bäume fällen wegen Autobahn. Aber ich pflanze wenigstens so auf neue. Das können wir bei uns ja nicht, aus Platzgründen. Mal wieder richtige Wälder ansiedeln. Das wäre auch mal was. Aber heutzutage gehört ja Land immer irgendwem. Selbst Bäume und so gehören ja irgendwem. Und Wälder gehören irgendwem, weil alles... Es gibt ja kein Niemandsland mehr. Es gibt immer nur Besitz, Besitz, Besitz. Und die Leute selber entscheiden, was mit ihrem Besitz passiert. Und deswegen... Naja, die Welt wird untergehen. Verrotten. Umweltschutz ist wichtig. Investiert mehr in Umweltschutz. Vor allen Dingen in euer Wissen. Ja, ich rede jetzt tatsächlich mal nicht vom Geld, sondern von eurem Wissen. Investiert mehr Zeit in Umweltschutz. Sowohl in Artenerhaltung als auch in, ja, wenn es darum geht, in erneuerbare Energien, vielleicht unsere neue Zukunft zu sehen und uns überhaupt mögliche Zukunft zu sehen. Da ist ja schon mal spontan was gewachsen. Ich bin entzückt, ich bin entzückt, ich bin entzückt. So, die werden ja auch Gott sei Dank nicht so groß. Deswegen kann man die wunderbar nutzen dafür. Mann, das ist ja, bringt ja viel. Droppt mehr Setzlinge, droppt mehr Setzlinge. Bitte, ich brauch die doch. Warum denn nicht? Ihr seid gemein. Könnten einmal ganz durch die Autobahn machen. Ja, es ist keine Autobahn, ich weiß. Wir könnten sagen, es ist eine Schnellstraße. Weil Schnellstraßen sind auch manchmal halt nur einspurig. Naja. Müssen schon sehr kleine Autos vor allen Dingen sein, die bei uns da langfahren. Aber ich wollte sie nicht so extrem breit machen. Ja, das passt schon. Das passt schon. Ich fälle jetzt erstmal auf dem Weg einfach Bäume und laufe dann hin und zurück in der Hoffnung, dass ich Setzlinge kriege. Ah, nee, Diamantaxt, voll die Verschwendung. Na, und ich bin faul. Ich finde schon wieder Diamanten. Ich habe ein Talent für sowas. Manchmal vermisse ich ein bisschen meine alte Höhle von meiner alten Minecraft-Map, die ich eigentlich im Livestream weiterspielen wollte und dann nie dazu kam, weil ich einfach keine Lust hatte, muss ich halt einfach auch ganz ehrlich sein. Aber so langsam vermisse ich so ein bisschen so meine alte Minecraft-Map auch. Sollte ich vielleicht doch mal wieder streamen. Hey, ein lustiger Nebeneffekt. Ich krieg ganz viel Holz. Jo. Da ist schon mal ein Setzling. Setzlinge. Hier sind ja entsetzlich viele Setzlinge. Tropicraft wollte ich mir auch mal wieder angucken, ob sich diese Modifikation weiterentwickelt hat. Vielleicht könnte man da ja auch mal ein Nebenprojekt starten. Skyblock möchte ich auf jeden Fall die Tage wieder machen. Ich weiß, das lief jetzt schon eine ganze Weile nicht, aber so soll es auch laufen. Also ich möchte mir halt da auch keine gewissen Zeitabstände oder sowas zulegen, sondern das so ein bisschen darauf hinauslaufen lassen, was ihr euch so wünscht. Dass sich jetzt wieder ziemlich viele Leute Skyblock gewünscht haben, denke ich mal, wäre es auch wieder an der Zeit, Skyblock zu machen. So. Zack, 1, 2, 3, 4, 5. Moment, 1, 2, 3, 4. Ein nach da. Zack, 1, 2, 3, 4. Halt, das war zu weit, glaube ich. War das was? Nee, war es gar nicht. War voll richtig, ey. Jo, das reicht sogar erstmal. Weil mehr Allee können wir gar nicht machen. Das ist ganz cool so. Gefällt mir eigentlich.
Und ich könnte wieder Schafe scheren gehen. Ja, wir müssen jetzt täglich immer wieder die gleichen Dinge tun. Schafe scheren zum Beispiel. Weil ich will hier mit meinem Bauvorhaben weiterkommen. Es soll ja auch schön aussehen. Es kann ja nicht immer nur Action und Spannung sein. Action und doch Spannung wollen wir pur. Mit allen, die genauso sind wie du. Wir wollen nur Spaß. Ich habe jetzt, seitdem ich Pokémon spiele, so viele Pokémon-Ohrwürmer. Das ist... Weißt du, wir wollen also hier super viel Spaß. Ist schon ein schönes Lied. Wir können nicht um Kurven sehen, wenn wir hier über Hügel gehen. Und jede Krise meistern wir, so wie bisher stehen wir alles durch. Nichts auf dieser Welt hält uns noch auf, niemals. Mit uns geht deine Sonne schneller auf, du kriegst nie genug. Alles, was wir wollen, ist super viel Spaß. Mit allen unseren Freunden super albern sein. Alles, was wir wollen, wir feiern uns selbst. Zusammen gehen wir jedes Mal, jetzt habe ich den Text vergessen, nee, zusammen gehen wir jedes Mal verdammt gut. Action und doch Spannung wollen wir pur. Mit allen, die genauso sind wie du. Wir wollen nur Spaß. Ja, okay, um das zu Ende gebracht zu haben. Apropos Pokémon. Es gibt ja auch einen Pokémon-Mod für Minecraft, Pixelmon. Ist eine ziemlich schöne Sache, habe ich auch schon gesuchtet. Ich würde es jetzt noch nicht großartig selber spielen wollen, weil ich weiß, dass das dann wieder ein Projekt wird, das ausartet und ich mache dann wieder zu viel und kann mich dann wieder nicht zurückhalten. Zu viel Minecraft auf einem Kanal ist auch nicht so gut. Aber eine Kollegin von mir, die Julia Trinn, die spielt auch Pixelmon. Prinzipiell hat sie einen sehr interessanten Kanal. Julia Trinn, die bayerische Zockernudel. Ja, mei, grüße ich noch einmal. Die bayerische Zockernudel, ja, sowas gibt's auch. Ja, schauen Sie mal her. Glaubt ihr, oder? Ja, das war jetzt wieder Stefan Raab-mäßig. Ich dachte, ich suche euch da mal was raus spontan zu. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, sich das mal anzugucken. Wo haben wir es denn? Screenreadchen. Das ist Julia Trins Kanal. The Julia Trin, wenn ihr ihren Kanal direkt verlinkt haben wollt. Ich versuche das auch in die Videobeschreibung zu verlinken, aber ansonsten ist das ja nicht so schwierig. Und ihr seht, sie spielt sowohl auch Minecraft im Together, als halt auch zurzeit Pixelcraft, Plants vs. Zombies hat sie gerade angefangen. Also wer Plants vs. Zombies nochmal von vorne gucken will, da hat sie auch mit angefangen. Plants vs. Zombies 2 auch. Und halt auch Pixelmon, was ich persönlich halt einen ziemlich interessanten Mod finde und auch ein ziemlich interessantes Projekt. Wir können ja einfach mal reinhören. Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelmon. Zusammen mit dem guten Jose. Hallo, Name immer noch Jose. Der sich irgendwo versteckt oder so. Ich habe mich in einer dieser Inseln, bin ich einfach. Und hier ist ein Baum, den man begehen kann. Cool. Der ist innen komplett hohl. Sieht sehr geil aus. Muss man einfach in so einen Baum reingehen. Also ich glaube, alle sind so. Sehr coole Sache. Von diesen großen Tannenbäumen? Ja. Okay. Ich gucke. Ich laufe zu Baum. Baum, kommst du, Baum. Ich. Wie weit bist du denn noch von den Pokécentern weg? Ich habe gute Frage. Warte mal. Wegpunkt da, knappe 700. Nee, die sind bei mir alle zu. Da müsste ich schon ein Loch reinbauen, dass ich da rein. Kannst du auch machen. Bei mir war einer offen, aber du kannst ja auch noch reinmachen. Das wird jetzt ja keinen stören, denke ich. Dann kriegst du die Hasskommentare unter dem Video. Nein, wie kannst du nur? Nee, ist nicht. Doch, ist hohl. Meldet sich Minecraft Greenpeace. Oh, ein Pinplup. Plululup. Pinululup. Pinululup. Ja. Ganz langsam die großen Buchstaben zuerst, dann funktioniert das schon mit dem Sprechen. Oh, shit. Mit was greife ich das jetzt an, ohne dass ich es gleich wegmache? Ich werf gleich erstmal einen Ball. Ich sofort Ball. Ball. Pokéball. Hab ich einen Diveball oder so? Diveball, wunderbar. Passt doch zu dem Kaffi. Los, bleib drin, blödes Vieh. Ich dachte, du magst es so gerne. Ist einfach verdammt gut und sieht dabei nicht kacke aus. Das ist bei der Generation von Pokémon schon sehr viel mehr. Ja, ihr habt gesehen, Pixelmon, Pokémon in Minecraft, die man fangen kann, mit denen man kämpfen kann. Und dieser Mod ist schon ziemlich weit entwickelt. Ich hoffe mal noch auf ein bisschen mehr Entwicklung dahingehend. Und das ist vielleicht eine Sache, die ich mir in einem Livestream mal ganz gerne angucken würde. Ich lege mich mal schlafen, es ist dunkel. Whoop.
Ich könnte mir vorstellen, dass das eine sehr interessante Sache für einen Livestream wäre. Doch, ja, könnte ich mir sehr interessant vorstellen. Müsste mich auch mal wieder einlesen, das ist schon eine Weile her. Hey, da sind schon mehr Bäume gewachsen. Sieht schön aus, wenn man so eine Allee vorm Fenster hat. Oh, stell dir vor, die ganze Straße und dann bis da ganz nach hinten hingeht die. Dann war eine Allee und man steht dann da und guckt. Oh, das wäre total cool. Das sieht auch total cool aus. So, wie gesagt, jetzt ist wieder eine der Folgen, wo ich meinen Kanal vorgestellt habe, bei dem ich auch selber die Videos gucke. Ich will halt, wenn es geht, auch erstmal Kanäle vorstellen, die ich selber gucke, weil ich dann halt einfach auch immer gerade zu den aktuellen Projekten ein bisschen was sagen kann. Aber das sieht ja jetzt schon so cool aus. Jetzt wächst du mal auf der anderen Seite. Guck mal, die sind schon voll groß. Ich weiß nicht, ob ich nicht hier auch noch welche stellen soll. Vielleicht nicht ganz so auf die exakten Abstand. Auf die exakte Abstand. Die gute Deutsch. Hallo. Lelelelelele. Vielleicht wächst ja hier auch. Nee, das sieht dann komisch aus. Euer Baum sieht komisch aus. So schwammig. Hier vielleicht noch. Nee, will ich auch nicht. Das verbaut mir die Sicht. Mag ich nicht, will ich nicht, mach ich nicht. Oh, die habe ich falsch gesetzt. Ich bin blöd. Wie vielen von euch ist das jetzt schon aufgefallen? Wie viele Kommentare mag es damit wohl schon geben? Hey, Honey, du hast die Bäume falsch gesetzt. Honey, Honey, die Bäume sind falsch. Honey, die Bäume, denk doch an die. Du hast sie falsch gesetzt. Das muss alles eins weiter nach hinten. Falsch, Honey, falsch. Oh mein Gott, sieht die das denn nicht? Nö, habe ich jetzt erst bemerkt. Lol. So, apropos. Schaffi's, yay! Noch eine letzte Farmrunde vor dem Schlafengehen. Ja, so mag ich das. Das ist meine Wolle, meine Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Wuhu, oh yeah. So, apropos Pokémon. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich spiele Pokémon X. Das ist ein Let's Play auf meinem Kanal. Läuft noch nicht so lange. Für alle Leute, die neu in Pokémon sind, eignet es sich sehr gut, mit dieser Serie einzusteigen. Also mit Pokémon X und Y sowieso. Als auch für alle Pokémon-Fans, die noch mal so ein richtig schönes Episodengefühl erleben wollen. Dieses Let's Play kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Also mein eigenes. Ne? So. Wer Minecraft mag, kann ja Pixelmon bei Julia gucken. Das ist auch sehr schön. Ja. Hallo, Schaf. Spanking! Okay. An alte Erinnerungen an Gronkhs Minecraft-Let's Play, das ich zwar nicht mehr geguckt habe, aber irgendwie war ich gewöhnt, ab und zu mal reinzuschauen und es dann auch mal nebenbei laufen zu lassen, neben der Arbeit. Und jetzt hat er eine Pause. Kann man nicht mal was Neues machen? Ich meine ja nur... Herr Gronkh, meinen Sie nicht, man könnte vielleicht... Oh, ein Babyküken. Man könnte vielleicht mal irgendwas Spannendes Neues machen, wie... Ich weiß nicht. Vielleicht mal mit dem Team auf einem Server spielen. Sich irgendwas Besonderes vornehmen. Jetzt nicht so Minecraft Hero-mäßig. War ja schon mal geplant. Wir wollten ja mal sowas Ähnliches machen, aber es kam ja nie dazu. Einfach mal so zusammen bauen, auf ein und derselben Karte. Sich ab und zu treffen, im Teamspeak oder auch nicht. Einfach mal, ob jetzt getrennt voneinander oder nicht. Also ich könnte es in meine Daily-Dows gut einflicken lassen, weil ich muss ja nicht jedes Mal da aufnehmen, aber ab und zu könnte ich halt einfach dort privat spielen und dann ab und zu aufnehmen. Ich würde mitmachen. In dieser Form würden das sicherlich auch viele andere aus meinem Team tun. Aus unserem Team. Was meinen Sie, Herr Gronkh? Ich weiß, er hört mich gerade gar nicht, aber es gibt mir so ein Gefühl, wenn ich das sage, vielleicht... Spam's doch mal auf seinen Kanal und unter die Kommentare und ballert ihn voll damit. Vielleicht kriegt er es ja dann mit. Schreibt sie mal auf Facebook und auf Twitter. Mach mal was Tolles in Minecraft mit den ganzen Kackboons aus deinem Drecksteam. Ich meine, mit den lieben netten Leuten. Ja, wir kriegen es ja momentan auch nicht ganz so gebacken, für unseren Teamkanal Content zu erstellen, weil wir es nicht hinkriegen, dass jeder zum gleichen Zeitpunkt Zeit hat. Das ist so unglaublich. So viel Arbeit haben wir gar nicht, aber immer zu den Zeiten, das ist einfach verflixt und zugeflixt. So, was wollte ich machen? Ich wollte eigentlich jetzt hier noch weiterlegen und dann... Dass das auch immer so schwierig mit Terminen sein muss. Ganz ehrlich, Zeit finden ist echt eine schwierige Angelegenheit. Das Internet ist schuld. Komm mir dann immer schon ganz schäbig vor, wenn ich zum Gilden Raid gehe oder so. Ich kann heute Abend nicht, warum? Was machst du denn? Ich tue ganz bestimmt keine Videospiele spielen und habe Gilden Raid oder sowas. Nein, ich versuche ein Mittel gegen Krebs zu finden. Ach so. Ja, dann ist ja okay, Honey.
Gut, keiner hat die Notlüge bemerkt. Verdammt, jetzt kann ich die nicht nochmal bringen. Naja gut, ich kann auch nicht sagen, dass ich jeden Abend ein Mittel gegen Krebs suche. Wobei, ich sollte gegen Krebs und AIDS sollte ich schon immer jeden Abend nach einem Mittel suchen. Ja. Wäre eigentlich voll human von mir. Ich glaube, diesen Teil des Berges würde ich doch schon teilweise komplett abbauen. Oder wir lassen die führt sowieso an unserem... Oh, wir könnten mal ernten! Ernten! Und wir könnten auch mal die Folge beenden. Ja, wir könnten... Oh! Ha! Mensch! Sowas! Wer hätte es gedacht? Mein roter Reset, perfektes Timing! Bis zur nächsten Folge von Your Daily Dose Minecraft. Ja, das passt. Mensch, ah, schön. Sowas von, ja, unglaublich, oder?